Professor Langguth, Sie haben zur Behandlung von Tinnitus die bimodale Neuromodulation getestet. Dabei wurde die Ton- und Zungenstimulation kombiniert. In einer klinischen randomisierten Studie konnten Sie so Tinnitus-Symptome der Probanden reduzieren. Bevor wir jetzt auf die Studie zu sprechen kommen, woher stammt die Idee der bimodalen Neurostimulation? Wie kam man in der Forschung auf die Idee, dieses Verfahren zur Behandlung von Tinnitus einzusetzen? Also die bimodale Neurostimulation beruht auf Kenntnissen über die Neuroplastizität. Also unter Neuroplastizität verstehen wir die Fähigkeit des Gehirns, sich an neue Situationen anzupassen. Und wir wissen, dass bei Tinnitus neuroplastische Veränderungen im Gehirn auftreten. Und die wollen wir, wenn es geht, durch die Behandlung rückgängig machen. Und um solche Veränderungen im Gehirn auszulösen, sind eben Stimulationen von verschiedenen Sinnesmodalitäten, also über verschiedene Wege, das Nervensystem zu erreichen, die sind besonders effektiv. Das ist schon vor Jahrzehnten herausgefunden worden, geht zurück auf ein Dogma von Donald Hebb: Neurons that fire together, wire together. Also wenn Nervenzellen gleichzeitig aktiviert werden, dann werden dort Verbindungen zwischen den Nervenzellen geschaffen. Und so kam die Idee auf, eben das Tinnitus, also die Phantomwahrnehmung eines Geräusches, nicht nur durch Geräusche, sondern zusätzlich auch durch Elektrostimulation der Zunge zu beeinflussen. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, warum ausgerechnet die Zunge? Das liegt daran, dass wir wissen, dass es sehr viele Verbindungen zwischen Gesichtsnerven und der zentralen Hörbahn gibt. Also der Bereich, in dem im Gehirn die Geräusche wahrgenommen wird, kann beeinflusst werden durch Bewegungen im Gesicht, durch Berührungen im Gesicht. Das kennen die meisten Tinnituspatienten, dass sie durch Kopfbewegungen, durch Berührungen des Gesichtes, durch Kieferbewegungen ihren Tinnitus beeinflussen können. Und Genau. diesen Zusammenhang wollte man sich zunutze machen und hat eben deswegen über einen Kopfhörer Geräusche präsentiert und zusätzlich über ein Teil, was ein bisschen aussieht wie eine Zahnbürste mit Elektrokontakten, dann eben die Zunge stimuliert. Wer war an der Studie beteiligt und wie sah das Design der Studie aus? Also die Studie wurde durchgeführt in einer Klinik in Dublin und bei uns in Regensburg. Und das Design bestand darin, dass über 300 Patienten ausgewählt wurden und die wurden zugelost einer von drei Behandlungsgruppen. In allen drei Gruppen wurde eine Elektrostimulation der Zunge und eine Stimulation mit Geräuschen über Kopfhörer verabreicht. Aber die Art der Geräusche unterschied sich von Gruppe zu Gruppe und auch die Gleichzeitigkeit. Also in der Gruppe 1 wurden hohe Töne dargeboten und es wurde verbunden mit einer Elektrostimulation, die genau gleichzeitig erfolgte. In der Gruppe 2 war es so, dass die hohen Töne und die Elektrostimulation dargeboten wurde, aber eben nicht zur gleichen Zeit, sondern etwas zeitversetzt. Und in der dritten Gruppe, da waren es dann niedrigfrequente Töne und die Elektrostimulation war mit großen Zeitabständen von der Geräuschstimulation. Also da war sozusagen gar keine Gleichzeitigkeit mehr gegeben. Und der interessante Befund war jetzt, dass alle diese drei Gruppen alle profitiert haben, also nach 12 Wochen Behandlung, jeden Tag eine Stunde Stimulation, haben alle Gruppen eine deutliche Verbesserung des Tinnitus gezeigt. Wenn man aber diese Menschen dann weiter betreut hat und weiter begleitet hat, dann hat man festgestellt, 12 Monate später waren insbesondere die Patienten, die mit der Gruppe 1 zugehörig waren, also die Töne mit gleichzeitiger Elektrostimulation bekommen haben, denen ging es anhaltend gut, während bei den anderen sich der Effekt langsam wieder zurückgebildet hatte. Also eine interessante und sehr wichtige Aussage dieser Studie. Kann die Therapie bei allen Formen von Tinnitus genutzt werden? Gab es im Verlauf der Studie Nebenwirkungen oder Verschlimmerungen des Tinnitus? Also in der Studie wurden die meisten Formen von Tinnitus mit aufgenommen. Bestimmte Sonderformen waren jetzt Ausschlusskriterien, da können wir jetzt nichts dazu sagen. Aber die typischen häufigen Formen von Tinnitus waren alle mit aufgenommen. Also egal, ob jemand den Tinnitus eher als einen Ton gehört oder eher als ein Rauschen oder ein Brummen, all diese Patienten konnten teilnehmen. Nebenwirkungen waren sehr wenige, die Stimulation wurde sehr gut vertragen. Manche Patienten haben über vorübergehende Zunahme des Tinnitus geklagt, hat sich aber dann auch immer wieder im Verlauf zurückgebildet. Und manche Patienten hatten auch so leichte Probleme an der Schleimhaut. Also es kam dazu Schleimhautentzündungen, zu Ulzerationen an der Schleimhaut, aber auch das hat sich zurückgebildet. Also in der Mundschleimhaut gab es leichte Nebenwirkungen. Ja. Gibt es Studienergebnisse mit einer Vergleichsgruppe oder planen Sie so etwas?
Also in dieser Studie, wie gesagt, haben alle drei Gruppen diese kombinierte Behandlung bekommen. Es gibt inzwischen schon eine Folgestudie, die die Firma durchgeführt hat. Und bei dieser Folgestudie war eine Behandlungsgruppe, die 6 Wochen lang nur Geräusche bekommen hat. Und nach 6 Wochen wurden dann diese Elektroimpulse über die Zunge zusätzlich verabreicht. Und da sah man sehr schön, nach 6 Wochen eine relativ geringe Besserung des Tinnitus durch die Geräuschstimulation allein. Und in dem Moment, wo die Elektrostimulation dazukommt, dann eine deutliche weitere Verbesserung des Tinnitus. Also da sieht man schon, sozusagen im Vergleich zu einer Geräuschstimulation alleine hat diese bimodale Stimulation einen deutlich verstärkten Effekt. Ja. Was Betroffene vor allem interessieren wird, wie lange wird es dauern, bis die Therapie verfügbar ist auf dem Markt? Die Therapie ist schon verfügbar in ausgewählten Zentren in Dublin und in einzelnen Zentren in Deutschland. Im Moment aber leider nur für Selbstzahler. Da ist die Firma dabei, entsprechende Zulassungen als Therapieverfahren zu bekommen, damit man auch eine Chance hat, dass dieses Verfahren hoffentlich auch mal von den Krankenkassen übernommen wird. Ja. Hat die Therapie auch das Potenzial, in die S3-Leitlinien hier in Deutschland aufgenommen zu werden oder macht das überhaupt Sinn? Na gut, die S3-Leitlinien sind praktisch die wichtige Grundlage, die als Empfehlung gegeben wird, wie soll Tinnitus behandelt werden. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein neuartiges Verfahren. Es gibt jetzt diese Studie, die sehr vielversprechend ist. Diese Studie wird sicherlich in den aktuellen S3-Leitlinien erwähnt werden. Die werden gerade überarbeitet, das passt also ganz gut. Aber es ist natürlich, hat doch nicht den Status eines etablierten Therapieverfahrens, also im Vergleich zum Beispiel mit der Verhaltenstherapie, wo viele Studien vorliegen mit Tausenden von Patienten, ist natürlich das jetzt noch ein sehr neuartiges Verfahren. Aber wenn sich diese Ergebnisse in weiteren Studien bestätigt, dann wird das hoffentlich auch zu einem Routineverfahren werden, was dann auch in die Leitlinien aufgenommen werden kann. Professor Langguth, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.